Fahrrad würde ja passen. Das hat hier einen Ofen. Ja? Mhm. Das ist doch gut. Wie ist Hubert? Schmeckt der viel besser. Also, herzlich willkommen zu einem neuen Bier-Tasting. Ups, das wird aber echt nicht. Freibad aus der Region. Bernauer Rathaus Kellerbier Pale Ale Naturtrüb von hier. Bernauer Braugenossen. Was ist das abgelaufen? Mindestens haltbar bis. Naja, hier. 6.6.22. Jetzt haben wir 8.22. 3 Monate. Ah, ja. Also dann werden wir mal testen, ob das Haltbarkeitsdatum. Na, zumindest flockt das noch nicht. Hier kann man jetzt schon mal länger ein bisschen lassen. Also meine Erfahrung hier. Da haben wir das schön. Ich habe Bernauer Rathaus PL Naturtrieb von hier. So sieht das aus. Finde ich ganz nett. Das Bernauer Rathaus. Ein großer Brand im Jahr 1485 vernichtete das ursprüngliche Rathaus. Das heutige Gebäude wurde von 1803 bis 1805 errichtet. Es beherbergte im 19. Jahrhundert unter anderem Polizei, Gerichtsverwaltung und einen Kerker im Kellergewölbe. Seit 2020 ist es das alte Rathaus, das schräg gegenüber das neue Rathaus gebaut und eingeweiht wurde. Das ist richtig. Das kennen wir ja, ne? Ja. So, erster Bernauer Braugenossenschaft EG anno 1140 war Albrecht der Bär, Auslöser für den Siegeszug des Bernauer Bieres. 1632 schrieb der landwirtschaftliche Schriftsteller Johann Kohler: ziemlich hitzige Bier und viel Hitze ins Haupt. Seit 2016 lassen wir die große Brautradition für Bernau wieder aufleben. Neben der Pflege des Brauchtums tragen wir zur regionalen Entwicklung der Stadt bei und brauen seit 2020 hier unsere Biere. Helles Vollbier. Wasser, Gerstenmalz, Hopfen, Hefe. Also das ist schon mal der erste Punkt fertig. Geht mal her. Schreibig. Man kann ja nicht schreiben, das nee. Soll ich aber keiner erzählen. Heute ist... Prognose? Hast du eine Prognose? Wir haben jetzt übrigens wieder uns was Neues ausgedacht. Also wir sind ständig dabei, hier das Anziehen zu optimieren für euch. Was ist meine Prognose? Auspacken oder wegpacken? Na, weiß nicht. Genau. Rathaus Pale Ale. Naja. Paler alle? Ja. Helles Vollbier. Naja, wurscht. Helles Vollbier. Nee, deine Prognose, was das am Ende kriegt, Blech. Gold. Also da ein helles Vollbier ist, würde ich sagen, dass es... Bronze kriegt es schon. Ja, ich würde Silber sagen. So gut, deutsche Reinheitsgebot gibt schon mal einen Punkt. Auspacken oder wegpacken? Auspacken. Wie gern möchte ich das auspacken? Also da bei Auspacken oder Wegpacken geht es um die äußere Optik. Sieht schon mal schön aus. Also ich möchte das gern trinken. Was mir nicht so gefällt, ist so dieser pure blanke... Die Flasche an sich ist halt altbacken. Also das ist halt, das ist nichts Besonderes. Aber so, was natürlich schön ist, ist das Rathaus. Das ist wirklich original bei Bernauer Rathaus. Ja, das ist ein bisschen auf alt gemacht. Ja, finde ich ganz gut. Ein Punkt oder was? Alter, also... Der muss aber mehr bei Spezial kommen. Also ich bin ja schon locker bei 2 Punkte. Na nee, gut, 2 Punkte. Fump oder plump? Fump oder plump? Oh, anreißen, die KKP1. Genau. Ja, schön aggressiv. Ah ja. 2, 1 oder 0 Punkte? 1. Normaler, ja. Oder aber. Augensucht oder Augenflucht? Ich trinke ja noch Zitrone. Na gut. Dann brauchen wir nicht so oft das Glas rein hier. Also, dass das bitte keiner sieht. Jens möchte immer gern, damit man das auch gut hört. Und das ist egal. Das haben wir nicht mehr. Jetzt versteckt das nicht. Sieht schön aus. Ich mach
sieht wirklich schön aus. Der Schaum, der hält sich schön lange. Also fester Schaum, Bernsteinfarben auf jeden Fall. Das stimmt, ja. Das sieht gut aus. Ja. Ich staune, dass das kein Rotbier ist, sondern ein helles Vollbier. Ja. So hätte ich das jetzt nicht erwartet. Das ist jetzt das auch für so ein, ist doch klar, muss ich sagen. Ja. Also ich finde das gut. Maximal 5 Punkte gibt's. Hui. Weiß nicht, geht's da noch besser? 4 würde ich geben, ja. Na, dann mach 4. Das ist schon gut. Ja. Wegen mir müsste es mir aussehen wie ein Pilz, so ein bisschen heller einfach. Der Schaum steht immer noch, ey. Gaumenliebe oder Gaumenhiebe? 10 Punkte. Bis zu 10 Punkte gibt's da. Wir legen viel Wert auf Geschmack. Oh. Ja, der Geruch hier spielt natürlich mit drin. Ein bisschen Feuerwehr. Ja, also für mich schmeckt das nicht so gut. Geht aus. Das ist oftmals so bei uns festgestellt. Bernsteinfarben ist klar, Zitrus, tropische Früchte, also die tropischen Früchte schmecke ich jetzt nicht, aber die Zitrus ja. Vollmundig, ja, mein Mund ist voll. Kräftig ist es, ja auch. Also ich habe sofort alles rausgeschmeckt, was hier steht. Also ich schmecke die tropischen Früchte nicht. Zitrus schmecke ich, ja. Kräftig ist es. www.braugenossen.de übrigens. Hier auch unter dem Video in der Beschreibung zu finden, der Link dazu. Also das ist wirklich kräftig, ja. Das ist so ein typischer Kado Waschkova. Ich glaube am Ende schmeckt es mir nicht mehr, aber das ist eigentlich noch ganz gut. Ich würde sagen. Also es ist nicht bitter, es ist jetzt nicht so malzig. 4 oder 5 Punkte. Herb, etwas malzig, herb, kräftig. So, ja, das ist nicht. Ich habe am Ende eine leichte Bitternote. Aber nur eine ganz leichte. Auf jeden Fall riechen tut es fruchtig. Das ist richtig, aber ich schmecke nur die Zitrone. Die tropischen Früchte, die sind doch eindeutig zu. Eine leichte Bitterkeit. Ja. Und der Schaum, der hält sich ja ewig. Du hast Narrenikopf bei dir, was ist denn für ein Glas hier? 04? 033, ja. Ach. Aber ich hab das da noch nicht mal voll gemacht. Das. Was denn jetzt hier Gaumen lieber oder das andere? 5 Punkte. Was sagst du? 4 oder 5 Film, ja. Ja. Von 10 war, müssen wir ja. Ja. Austrinken das oder wegkippen? Nein, ich trink's aus. Ja. Gut. Also 1. Ja, genau. 2 Punkte gibt's maximal. Spezialpunkte. Ich muss sagen, auf jeden Fall dadurch, dass sie da ein bisschen Geschichte erzählt haben und da diese Note, dieses Geschmackliche hier hingepackt haben, also würde ich sagen, auf jeden Fall mindestens 1 Punkt. Ich würde noch einen Punkt dazu geben, halt aus Bernau kommt. Gut. Das Regionale halt. Für uns was Regionales ist, ja. Also 2 Punkte jetzt. Und Uwe noch. Schmeckt der letzte Schluck. Schluck oder Spuck? Ja, alles gut. Schmeckt der letzte Schluck oder Spuck? Uwe, Schluck oder Spuck? Letzter Schluck oder Spuck? Ja, wie auch immer. Das wird mich nicht wundern, wenn du keine Uwe findest. Ich hab ja die Pulle. Ja, ich hab nicht gefunden. War ja bloß von oben bis zur Mitte. Also auch wenn, also ob Uwe oder nicht, die Rangfolge wird sich nicht ändern. Also der Pokal. Das wird Bronze bleiben. Er hat jetzt 16 Punkte.
Mittelklasse. Ein Mittelklasse-Bier. Bronze. 16 von 30 möglichen. Ja, piep mal. Geil, ja. Oh, zeig mal her. Zeig mal her. So, eine Kamera zeigen wenigstens eben mal. Die Rangfolge. Wir müssen unterschreiben. Platin 30 bis 28 Punkte. Sei froh von diesen Edeltropfen. Probieren Sie. Nee, nicht vorlesen. Ja, gut, dann nicht. Du machst jetzt hier Bronze, liest du vor. Bronze, 13 bis 18 Punkte. Erreicht hat das gute Bernauer Rathaus, oder das bronzene Bernauer Rathausbier. 16, also Bronze, Mittelklasse. Nichts Besonderes, nichts Schlechtes, aber vermutlich Billiges. Genau das Richtige für unerwünschte Gäste deiner Behausung. Ja, ich muss jetzt wohl gehen. Ja, also. War es billig? Wahrscheinlich nicht. Also ich war willig. Ob es billig war? Na, ich war willig. Du hast mir versprochen, das nächste Mal nimmst du den Kassenzettel mit. Den habe ich geschenkt bekommen. Ja? Ja. Na gut. Das haben wir Glück gehabt. Also ich weiß, es gibt auch andere Bernauer Bier, das schmeckt wirklich gut. Ja. Aber das war jetzt nicht, wirklich nicht so cool. Wahrscheinlich schenkt man auch das gute Bernauer Bier nicht. Ja. Wir sind nicht. Lieber das abgestandene hier, schon abgelaufene. Ja, hat mir das geschenkt. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Musst du dir merken. Schon ein bisschen her. Die 8 Cent. Da gibt es im nächsten Video vom geilen Bier. Das dürft ihr nicht verpassen, Leute. Jetzt. Krombacher Kellerbier. Wo denn? Zeig doch mal. Was im Keller? Ja, zeig doch mal. Und das nächste Mal benutze ich hier gefälligst Newton Unterschutter hier. Hier von Joyboy. Von Boxyland übrigens noch. Noch mehr Joyboy. Wir haben hier so viel Joyboy. Joyboy schickt hier bloß keine Sticker mehr. Oder hat es noch nie jetzt? Kombacher naturtrübes Kellerbier. Oh. Ja, bis zum nächsten Mal. Dürft ihr nicht verpassen. Wird 100 pro richtig geil. Video, weil das ist so lecker bestimmt. Bis zum nächsten Mal. Bis demnächst.